Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Ach. Ach, Mensch. Er fühlt was mit Schilder. Ja, wer weiß. Ich fahre tatsächlich bei uns im Casino, was übrigens sehr bekannt ist, und habe aus Frust 50 Euro gesetzt und gewonnen. Wie viel denn? Und kann ich was davon haben? Und wann war das überhaupt? Gestern? Dann her damit. Her mit der Kohle. Na. Ah. Sag mal. Ich bin da rüber eigentlich. Gibt's doch nicht. Oh, ich habe ein Motorrad gerufen, aus irgendwelchen Gründen. Jetzt aber. Oh ja, kein... Na, hallo, hier ist es. Echt jetzt? Und genau da, wo ich durch muss, ist... Auf das Ganze. Naja. Ja, mache ich dann, Nukachi, wenn das genug Geld ist. Schon länger hier. Ach, 200 Euro. Ah, nee, das lohnt sich. Dann nicht. Dann bin ich raus. Schade, Fenra. Beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal dann. Vor. Schönes. Neuer Datenbankeintrag. Von. Also, Anhänger. Ich wollte sagen, es ist nicht Harley Quinn, das ist Anhänger von Harley. Okay. Hübsch. Hübsch. Verdammt hübsch. Betonung auf verdammt. Kling, klong, klong. Ich meine, zumindest. Ich spiele keine schiefen Töne, aber. Naja. Und jetzt habe ich ein Ohrwurm. Nichts leer versprechen, Nukachi. Aber das Geld reicht halt nicht. Da muss mehr rüber. Sonst, ich will ja morgen nicht auf der Straße sitzen, ne? Alfred. Der alte Hase hat wirklich Geheimnisse. Bild mit Autogramm. Meine liebste Cecilia. Ich weiß, dass du normalerweise nicht so sehr in die Produktion involviert bist. Ich gebe zu, ich bin dankbar dafür, dass du hier bist. Deine Anwesenheit bei den Proben war ungemein beruhigend. Ich freue mich auf eine neue Spielzeit und vielleicht sogar eine Gelegenheit, dich besser kennenzulernen. A. Pennyworth. Lance. Lance Corporal oder wofür steht Lance? Man kann meine Seele nicht reinigen, ich habe keine Seele. Brief an die Gotham Heritage Society. Brief, in dem die Finanzierungsprobleme beschrieben werden, mit denen das Monarch nach einem Brand konfrontiert war. Ja, ganz toll. Alles nicht so interessant für mich, aber... Oh, warte. Truhe übersehen. Weil nicht... Erreichbar von hier aus, okay. Also nicht wirklich übersehen. Kann ich mich ja durchprügeln? Das ist irgendwie eine Wand, die ich kaputt hauen kann. Warte kurz. Das sieht da irgendwie brüchig aus, aber... Auch kein Einstieg von oben zu sehen? Ne, dann komme ich aber von hier aus ran. Schlimm, das Monarch ja. In diesem Zustand zu sehen. Plopp. Tada! Ganz viel Geld. Ich bin Milliardär, ich brauche kein Geld, aber noch mehr ist umso besser. Ganz klar, es ist wie mit Dagobert Duck. Hauptsache haben. Hat sie eine Seele? Frag mich nicht. Frag mich wieder nochmal nach. Also das heißt wie nein. Das sieht weicht aus. Das ist nein. Nun gut, ihr Lieben, ich wollte mal ein bisschen vorbeischauen und quatschen. Ich bin schon wieder raus für heute. Danke für die Unterhaltung und bis dann. Ja, bis dahin, Schwendra. Schön, dass du da warst. War lustig. Gab dich wohl. Gute Nacht oder was auch du jetzt vorhast. Gutes Gelingen dabei. Bis zum nächsten Mal. Idee. Hack Ohr, ich meine das ernst. Davon gehe ich aus. Beichten, XY Sünden wurden dir genommen. Keine doofe Idee, Samira. Das muss ich nochmal überfliegen, ob ich da was draus machen kann. Die Beichte bei Sefi ablegen. Finde ich gut. Und gerade Nukachi hat es nämlich ganz, ganz bitter nötig. Glaub mal. Die sagen, sie brauchen es nicht, brauchen es immer am meisten. Das wusste ich vorher schon, jetzt weiß ich es erst recht. Ach, hallo. Nein! Phil. Och. Ich will darüber. Ich will die Kiste haben. Wuhu. Jetzt, okay. Das ist ein bisschen komisch. Ich kann nicht jetzt hier rüber springen, muss den richtigen Absprungpunkt erwischen und dann macht das automatisch. Ja. Ah ja. Bei Batman war das anders damals. gab nicht, wo man jemand. Der Beichtstuhl, wie ich meine Brüder gesehen. Ja! Wenn man damit auch Geld einnehmen kann. Ich meine, die Kirche macht seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ne? Durch Beichten und keine Ahnung was drum und dran. Fettkohle scheffeln. Warum nicht auch ich? Wir trinken was, liebe Leute. Hoch die Gläser, hoch die Becher. Und jetzt wollte ich hier rein, mir fällt keiner ein. Ah, da war er. Ja. In die Hölle. Lass sie ja bloß die guten Leute rein, Fake Arnold.
Da ist nicht viel lustiger als im Himmel. Das sage ich dir. Oh. Oh. Ein Freaksaufbold. Na, warte. Wer bin ich? Nicht Batman. Hm. Vielleicht wärst du ein besserer Nightwing. Mit diesen Beinen. Aber ganz sicher nicht. Ganz genau. Egal. Ob sie sagen würden, besserer Red Hood, wenn ich Red Hood reinkomme? Sagt er gar nicht. Ich bin die Fledermaus, die den Spaß aus Gotham saugt. So klingst du eher. Nein, komm schon, Mann. Das ist nicht cool. Okay. Warte, warte, hol ich mir gleich den Typen. Läuft er gerade vierte wie er tonight? Klang so ähnlich. Psst, leise. Ja, mach ein Dance Battle damit ihr selbst. Hä? Da waren Motten oder Schmetterlinge. Weiß nicht wieso. Tanz weiter. Tanz euch weiter hier. Diesmal auch geräuschvolles ausschalten. Pow! Pow! Kannst mir leisten. Voll frech, Alter. Nur ins Gesicht getreten aus dem Nichts heraus. Schon fies. Schon fies. Aber wir töten ja keine Leute. Nein. Da geht aber geile Musik, aber. Warum schlägst du dich selbst? Guck mal, der schlägt dich selbst zu dem Schläger, siehst du? Dusch. Dusch, 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 dusch. Uga, uga. Trotzdem geile Mucke. Schöne Double Bass, oh yeah. So. Aber da komme ich gar nicht hin, wie es aussieht. Ich weiß erstmal nicht. Na gut. Stört mich nicht. Kann auch mich anders irgendwie unterhalten. Warte, komme ich hier nicht her? Ja. Irgendwie schon. Toll. Dann muss ich doch da irgendwie hin. Ah. Nicht viel VR tonight. Irgendwas anderes mit viel VR. Wie komme ich da hin? Sehe keinen Zugang. Ah. Nein. Klingt gerade sehr metalcore-ig, diese blöden Breakdowns. Nee, ich weiß. Achso, das Lautsprecher, okay. Wie mache ich denn das Pipi-Op so? Ah! Ich muss eine ganze Menge beichten. Ja, was mache ich nicht? Denn ich beichte doch nicht mit mir selber. Was soll denn der Quatsch? Wieso ist jetzt mein Zeichen hier dran? Ich kann nichts damit machen. Klock. Gegengeklockt. Okay, ja, läuft. Was mache ich jetzt, Leute? Na, geht zumindest. Bringt mich nur auch nicht so viel weiter. Vorhang steuern, ihr seid lustig, wie denn? Na? Fällt dich runter, wa? Nee. Ist überhaupt nicht zu sehen, wie ich da hinkäme. Ist da ein Schacht? Ich glaube, da ist ein Schacht. Da kam ich raus. Nee, ich kam von unten, aber ich komme da nicht ran, weil da ist kein. Schön! Richtig schön. Nee, Kurin sehe ich halt auch nicht. Nee, auch das nicht. Lass mich rein! Mann, die feiern da. Ich will mitfeiern. Ich meine, ich komme von zwei Seiten hier in diesen Bereich rein, aber ich komme nicht weiter. Kannst du eigentlich nicht sein. Ist ja. Achso. Ist ja auch weiter nichts, was ich ansehen könnte. Ja, verwenden. Na, wie denn? Echt jetzt? Das war doch eben nicht angezeigt. Das erste, was ich versucht habe, aber das ging nicht.
Ah, ich bin's nur. Hallo. Ja, mach mal. Ja, haben wir. Aua. Hi. Lass das. Ups. Okay, jetzt sehe ich mich in Ruhe um. In ganz Ruhe, mit geiler Mucke. Naja, geht zu geiler Mucke. Hallo? Oh, hier kann eh dran, ich kann nichts machen. Hoppala. Böses Spiel. Was ist das? Mist. Glockenturm, gab es nicht einen Raub bei Daggett Labs? Bestimmt. Ja, letzte Woche wurde ein Einbruch gemeldet. Scheint Harley gewesen zu sein. Hm? Daggett stellt heftige Medikamente her. Die möchte ich nicht in ihren Händen sehen. Bisschen abgefuckt, die Box hier. Ah. Na, Bock auf Mucke, Leute? Komm, los geht's. Heia. Pau, pau. Habt ihr. Komm, gib alles. Hui. Kann ich gerade hören mal zufälligerweise? Kann ich nicht, schade. Dann tritt den Hintern. Glockenturm, hier stehen viele leere Daggett-Kisten rum, aber keine Spur von Bomben. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Gut, bleib in Kontakt. Ja, gut, ich glaube, das Spiel ist halt nicht so super gut programmiert. Also es gab ja das Spiel, als es rauskam, war ja in einem recht desaströsen Zustand, patchmäßig und so weiter. Das mag nur einfach ein Relikt davon sein, dass es nicht sofort ging, gerade mit dem Aktivieren, schätze ich einfach mal. Aber das Spiel ist halt nicht umsonst nicht so mega abgegangen in den Kritiken und alles drum und dran. Auch wenn es trotzdem ein gutes Spiel ist, für Instant bin ich, aber es hat halt seine Macken. Und die wurde auch mal noch nicht ganz behoben, mit den Patches, die ankamen. Altes Drehbuch. In den 1950er Jahren war die Queer-Community stark von Missbrauch und Diskriminierung betroffen. Aber im Theater war die Queerness ein offenes Geheimnis. Der berühmte Dramatiker der Südstaaten-Gotik, der nur aus Snaggle Pass bekannt war, sagt mir nichts, ist das ausgedacht, nahm sein Pseudonym an, um Charaktere und Themen zu erkunden, die in der breiten Gesellschaft tabu waren. Durch seine Arbeit geriet er ins Visier des Ausschusses für unamerikanische Umtriebe. Glücklicherweise gelang es ihm, die Identität von Single Pass zu enthüllen. Single Pass, Trouble. Okay, whatever. Absolut whatever. Na. Komm jetzt. So. Hallo? Ja, der hat sich ein bisschen zickig heute. Das soll wohl kein Willkommensgruß sein, oder? Meinst du? Ist so eindeutig, komm her zu mir. Lass uns tanzen oder sowas. Schon mal bei blassem Mondlicht mit dem Teufel getanzt. Fahlermutlicht? Fahlermutlicht? Ich weiß gar nicht genau. Irgendwie sowas. Oh. Harley hat Gesellschaft dabei. Überraschung. Die Mucke hat sich leider gerade ein bisschen verändert. Unsere Ängste leiten uns. Sie sind unsere Grundlage. Bei mir nicht. Ich sage dazu nur, scheiß drauf. Bleib unentdeckt. Entscheide dich fürs Machen wir. Anderssein. Oh, da ist noch jemand. Scheiße. Triff Entscheidungen. Rekonstruiere dein Leben. So, geht immer hier. Komm. Bin sicher nah dran. Den Bonus will ich mir holen, du Leute. 5-mal ausschalten. Schaffen wir, oder? Genieß haben wir das Schönes. Schläfchen. Wieder mit meinem, Zatara. Was ist ein Kerl? Also, weil Zatara... Ja, klar. Zatara ist ja deine... Oh, wieso ist hier mein Nightwing-Symbol drauf? Zaubershow-Poster. Als Enkel des legendären Bühnenmagiers Luigi Zatara legt Giovanni John Zatara die Magie im Blut. Aber es war, glaube ich, trotzdem der Vater, oder... Irgendwie Bruder von Zatanna, die um eine der krassesten Magierinnen in DC ist. Egal. Seine Darbietungen waren für ihr Spektakel bekannt und er tourte in den 1980er Jahren durch die ganze Welt. Erst muss der Vater sein mit dem Jahrgang. Einer seiner ersten bekannten Auftritte war im Monarch Theater in Gotham City, wo ein Trick nicht funktionierte und versehentlich ein Feuer auslöste. Wie durch ein Wunder war das Feuer gelöscht, bevor die Rettungskräfte eintrafen, was zu dem Gerücht führte, dass Zatara über echte magische Fähigkeiten verfügte. Die Tochter hat sie. Ich glaube, er und seine Tochter kamen auch tatsächlich in der berühmten, tollen, krassen, animierten Serie Batman und Robin the Adventures, bla bla bla, wie auch immer, in den 90er Jahren. Da kamen die beiden auch vor in einer Folge. Aber da ohne echte Zauberkräfte. Wie gesagt, die echte Zatanna hat halt ziemlich starke und tatsächliche magische Kräfte im DC-Universum. In der Serie war es aber nicht der Fall. Das dann, okay.
Klappe zu. Nicht so laut. Du bist beschäftigt, ne? Gut, cool.